Tennis ist ja wieder in, zumindest bei Frauen. Denn es gibt einen deutschen Tennisspieler, der sieht einfach, jedenfalls sagen es die Frauen, einfach unglaublich gut aus. Sein Name ist Tommy Haas, er spielt gerade bei den Australian Open, steht in der dritten Runde und er könnte, wenn er sein nächstes Spiel gegen Daniel Nestor gewinnt, im Achtelfinale auf Nicola Kiefer treffen. Ein deutsches Duell, aber Nicola Kiefer ist nicht so der Held bei den Frauen, der Held ist Tommy Haas. Und es gibt verschiedene Fanpages zu Tommy Haas. Das hier ist meiner Meinung nach die interessanteste. Die haben wir von Sweet Poshy bekommen. Wir gehen mal da drauf, klicken gleich mal die Werbung weg und da kann man alles, wirklich alles über Tommy Haas erfahren. Was die Hintergrundmusik von Falco mit Tommy Haas zu tun haben soll, weiß ich nicht so genau, aber ist auch eigentlich wurscht. Wir gehen jedenfalls mal auf der Seite ein bisschen runter. Hier kann man nämlich alles über Tommy Haas erfahren. Erstmal all you ever wanted to know about Tommy. Da gehen wir mal gerade drauf und schauen da mal herum. Man kann einfach mal runterscrollen. Dieses Bild hier, das mit der mit dem Kuss, das lassen wir mal außen vor, denn wir wollen den Frauen ja nicht alle Illusionen rauben. Hobbys, das ist schon mal was Interessantes. Tommy mag schnelle Autos. Dabei ist der Mann ja gerade mal 20. Ich hoffe, er kann dieses Ding schon steuern. Ferrari F355, Spider Ferrari. Dann hat er noch einen BMW, aber wir wollen ja hier keine Werbung machen. Interessant fand ich auch was anderes. Wo war es denn jetzt? Ich weiß nicht mehr. Für euch interessant und vor allen Dingen natürlich für die Frauen, das sind die Pictures. Es gibt hier nämlich auf dieser Homepage, ähnlich wie das auch zum Beispiel bei den Backstreet Boys so der Fall ist, gibt es unendlich viele Fotos aus der Karriere von Tommy Haas. Dabei ist die Karriere noch gar nicht so lang. Er ist ja erst so gut seit 2 Jahren Vollprofi, kommt aus der Schule von Nick Bonitieri in Florida. Und hier kann man sich alle Fotos von Tommy Haas mal anschauen. Hier ist er noch ein ganz kleiner Junge, ziemlich niedlich irgendwie so, Schuljunge. Der smarte Dressman in der Mitte und dann auch noch im Anzug. Hier gibt es quasi alles. Jedes erdenkliche Foto über Tommy Haas und hier auch mal mit Pickeln. Es ist auch so wie bei den Backstreet Boys. Da kann man auch manchmal so ungeschminkte Fotos sehen. Und dann haben wir hier nochmal eins mit dem Baron, Boris Becker. Tommy ist ja ein guter Freund von Boris. Jedenfalls sagt er, dass er ihn gerne mag, im Gegensatz von Nicola Kiefer. Der steht ja nicht so auf Boris. Und hier, das ist doch ein Foto, wo die ganzen Frauenherzen richtig anfangen zu schlagen. Tommy Haas, schwarz-weiß und so richtig klasse getroffen. Irgendwie. So, das waren die Fotos, die nicht irgendwie aus einem bestimmten Jahr stammen. Es gibt unglaublich viele. Wir schauen mal 1998, da gibt es die meisten. 47 Bilder. Nur neun sind auf dem Center, auf dem Tennis Court. Und hier mal das ganze Davis Cup Team zusammen. Carlo Busteh, Boris Becker, da ist Tommy Haas und ganz im Hintergrund auch der kühle Niedersachse Nicola Kiefer. Weiter geht's hier, Boris und sowas und das Teamfoto, Nicola, Tommy hier, wie er die Faust ballt, nochmal mit dem Ferrari und Tommy halt in Action. Ja, und wie gesagt, die Frauen freuen sich und deswegen sind die Australian Open ja eigentlich nur interessant, nämlich dadurch, dass Tommy Haas noch drin ist und dass er einmal die Frauenherzen zum Schwingen bringt und zweitens mal in der nächsten Runde gegen Nicola Kiefer antreten könnte, falls die beiden denn gewinnen. Wir wollen mal sehen, ob die beiden das schaffen. Ihr könnt euch diese Seite mal ganz in Ruhe angucken. Die URL steht auf unserer Website. Hier gibt es Fotos, jede Menge, alles über den Backstreet Boy des Tennis, Tommy Haas. Ich komme jetzt wieder in den Chatroom unter www.giga.de. Ihr könnt mir oder Tom auch E-Mails schicken an tom@giga.de oder christian@giga.de.